Hallo liebe Feigenfreundinnen und Feigenfreunde, in diesem Video möchte ich euch die Feige Ficus Johannis digitata vorstellen. Das ist eine Feige, die ist so außergewöhnlich, alleine schon das Blatt ist wirklich extrem spannend und fällt sofort auf, dass das ja schon fast eine botanische Anomalie ist, müsste man sagen. Total verrücktes Blatt. Keine Ähnlichkeit zu anderen Feigenblättern. Auf den ersten Blick würde man das auch gar nicht vielleicht so als Feige erkennen. Wenn man sich den Trieb allerdings anschaut, dann stellt man fest, jo, Feige. Das Skurrile an der Ficus Johannis digitata ist, dass sie nur männliche Feigen macht. Das ist jetzt nicht so dramatisch, denn die Feigen sind dann samenlos. Das heißt, es knirscht nicht so zwischen den Zähnen. Hier sieht man in den Blattachseln, da ist dann doch etwas, das passiert. Allerdings ist das Jahr schon relativ spät, bedeutet, die ersten kühlen Nächte waren schon da. Es sollen noch ein paar kühlere Nächte werden. Das heißt, vermutlich wird das mit der Ernte dieses Jahr nichts. Ich muss aber auch dazu sagen, die Pflanze hatte, seit ich sie gekauft habe, ich habe sie ja seit letztem Jahr Herbst, wirklich Startschwierigkeiten gehabt. Ich bin schon fast davon ausgegangen, dass die Pflanze eingehen wird und es nicht übersteht. Und dann vor ein paar Monaten fing sie dann doch an auszutreiben. Und darüber bin ich sehr, sehr happy. Sie hat jetzt mittlerweile die Höhe von knapp 60 cm erreicht. Das ist jetzt nicht so spektakulär für eine Feige. Nichtsdestotrotz, diese Feige ist oder soll bis minus 15 Grad und tiefer winterhart sein. Das heißt, bei uns ist es überhaupt gar kein Problem, diese Feige anzubauen. Im Moment befindet sie sich hier noch im 20 Liter Mörtelkübel und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich zukünftig entwickeln wird. Auf der Webseite www.feigenabhof.de wird in Kürze auch das Porträt mit schönen Fotos zu dieser Feige online gestellt werden. Da gibt es auch schon weitere Tipps. Ficus Johannis digitata, ein echtes Highlight. Also wirklich, ich bin total begeistert von den Blättern. Das ist der absolute Knaller. Darf meiner Meinung nach nicht in dem Feigengarten, wenn ihr jetzt mehr Feigenfrüchte haben wollt, fehlen. Wie die Früchte schmecken, konnte ich bisher noch nicht selbst erleben. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr soweit ist. Dieses Jahr wird nicht so viel passieren, aber dann nächstes Jahr vermutlich schon. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Feigen, schreibt es gerne hier in die Kommentare. Besucht die Webseite, ganz, ganz wichtig. Ansonsten abonniert den Kanal, macht den Daumen nach oben, wenn ihr weitere Porträts sehen wollt. Ansonsten eure Feigenerfahrungen gerne hier runter unter das Video. Bis zum nächsten Feigenporträt und tschüss.